Hallo. Ja, ich wollte mit euch eine Erkenntnis teilen. Und zwar geht es darum, wie gut bist du wirklich? Jetzt schaue ich mal, warte mal, bis noch jemand da live zuschaut. Ich teile es auch noch in meinen Gruppen. Mal schauen, wer da um 5 Uhr am Sonntag alles so in Internet unterwegs ist. Hallo Jana. Ich fange gleich an. Ich teile es gerade noch in der Gruppe. Und dann möchte ich euch von einer Erkenntnis erzählen. Und zwar, ja, wir sind ja alle immer irgendwie dabei beschäftigt, besser zu werden. Und irgendwie haben wir immer noch die Überzeugung, dass irgendetwas noch besser werden müsste in uns, damit wir endlich diesen wahnsinnigen tollen Wert erlangen, den wir gerne im Außen gespiegelt hätten, im Sinne von Geld, Wohlstand, Ansehen, Wertschätzung, Unterstützung und so weiter. Und das ist so eine grundlegende Bedingung, die uns eingetrichtert worden ist. Hallo Maria, dass es vielleicht höchstwahrscheinlich noch irgendetwas gibt, was nicht gut genug ist bei uns. Und zwar komme ich jetzt hier auf die Business-Ebene zu sprechen oder auf den Job, auf das Erfolgreiche. Manche von euch, die wissen ja, dass ich auch gerne noch einen Coach an meiner Seite hätte, einen Mentor. Hallo Katrin, und ich habe mich jetzt auch mal wieder mit jemandem in Verbindung gesetzt, und das war schon von Anfang an irgendwie komisch. Die Nachrichten wurden langsam oder alle 2 Tage nur beantwortet und so. Und aber ich dachte, boah, die Frau ist toll, die hat innerhalb von einem Jahr über eine halbe Million Dollar Umsatz gemacht, und wow, die hat sich auch selbst geheilt, und ich habe die schon ein bisschen auf Facebook verfolgt, und das, was sie gesagt hat, das hat so hundertprozentig mit mir resoniert. Und dann dachte ich mir, mein Gott, das wäre doch vielleicht die richtige Frau, dass ich auch jemanden an meiner Seite habe, permanent. Ich mache immer mal so wieder irgendwo ein paar Programme, war ja auch schon in Amerika bei einem Coach, wo wirklich super war für mich. Und dachte, ja, so mal eine Langzeitbegleitung für mich, das würde ich mir gerne gönnen. Dann, ja, einfach nur jemanden an meiner Seite zu haben. Und es ist ja wirklich schön, wenn dich jemand begleitet bei deiner Entwicklung, wenn dir jemand zuruft, wenn dir jemand zujubelt, wenn dir jemand Unterstützung gibt, oder? Das ist ja das, was wir uns alle so wahnsinnig wünschen. Naja, und ja, und dann habe ich dabei überhaupt keine Zugangsinformationen bekommen zu dem Programm. Dann sollte Zoom-Call stattfinden, keine Bestätigung, kein E-Mail. Dann habe ich die wieder kontaktiert, dann hat es mir endlich die Zugangsdaten geschickt und so. Und dann dachte ich mir, boah, Wahnsinn! Weil ich mache ja selber schon lange, also lange, nicht so wahnsinnig lange, aber klar, ich komme aus dem Business Consulting, ich weiß, was es bedeutet, wie man so Prozesse organisiert und wie man anständig informiert und so weiter und so fort. Aber bei mir, jeder, der sich einschreibt, der kriegt gleich ein Willkommens-E-Mail, alle Informationen, wann, wie, wo, was, wie viel, etc., dass er sich sicher fühlt und dass er weiß, klar, du bist angekommen, freue mich auf dich und so weiter. Und nichts klappt. Und dann habe ich auch dann gesagt, hey, boah, irgendwie stimmt es nicht für mich, oder? Ich fühle mich da irgendwie so, ja, kannst bezahlen, alles gut, hast bezahlt, und schau du mal, wie du zu den Informationen kommst, für die du mich bezahlt hast. Irgendwie so. Und
Naja, letztendlich haben wir uns dann geeinigt, dass das Programm doch nichts für mich ist. Die hatte auch überhaupt nicht geguckt, irgendwie, was ich schon mache, obwohl ich ihr die Infos geschickt habe. Die hat es einfach völlig ignoriert, um was es mir geht, was ich suche. Letztendlich haben wir uns da Gott sei Dank auch im Guten einigen können. Ich habe das dann gar nicht angefangen. Sie hat mir bis auf, glaube ich, 400 € hat sie mir das Geld zurückgegeben. Habe da auch nicht groß diskutiert, weil ich habe ein riesengroßes Learning gehabt. Und die Maria, wenn sie noch dabei zuschaut, ich bin extra nicht aus dem Mangel hin, sondern aus der Weiterentwicklung, aus der Fülle heraus. Habe gedacht, wow, freudig, mich von jemandem begleiten zu lassen, der auf der gleichen Wellenlinie ist, der die gleichen Ansichten teilt und so weiter und so fort. Wunderschön für mich. War nicht im Mangel. Nichtsdestotrotz ist das Learning für mich daraus, dass ich es immer noch nicht kapiert habe, dass ich die Sachen, die ich mache, gut mache. Dass ich immer noch einen Fokus drauf habe, tatsächlich, und zwar nicht aus Mangel, sondern andere können es besser. Ja? Andere können es besser wie ich. Ich mache es noch nicht gut genug. Ich muss unbedingt noch besser und besser und besser werden. Aber es ist im Prinzip ja gar nicht wahr, und es ist für keinen von euch wahr, will ich euch sagen. Egal, was ihr macht, ihr müsst nicht besser werden. Ihr müsst einfach nur mehr aus dem Herzen heraus, mehr aus der Begeisterung, also nicht nur mehr, sondern wenn ihr aus der Begeisterung agiert, einfach zu wissen, dass es gut ist, dass es super ist, so wie es ihr macht, dass das, was aus eurem Herzen kommt, das ist, was ihr teilen wollt mit dieser Welt, was ihr der Welt geben wollt, dass das super ist, dass es einfach perfekt ist und dass es gut ist und dass es Leute gibt, die für Sachen, die in Anführungsstrichen vielleicht aus deiner Perspektive viel besser sind als deine, viel weniger Geld bezahlen. Andersherum gibt es aber auch viele, viele Leute, die für Dinge oder für eine Leistung und einen Service, den du anbietest, auf einem sozusagen aus deiner Sicht niedrigeren Niveau oder einfach irgendwo nicht so professionell, das war einfach die Sichtweise, die ich hatte, viel, viel mehr Geld bekommen. Hallo Margret. Also das, was bezahlt wird, respektive das, was du empfängst für deine Leistung, liegt einzig nur an dem, wie du es siehst und wie du es einschätzt. Weil es gibt immer alles. Es gibt schlechtere Sachen, die werden teurer bezahlt. Es gibt schlechtere Sachen, die sind billiger. Es gibt bessere Sachen, die sind billiger. Es gibt bessere Sachen, die sind viel, viel teurer. Ja, es ist, wie wir es sehen. Es gibt nichts anderes als unsere Wahrnehmung. Es gibt nichts anderes als das, was aus uns heraus wahrgenommen wird. Das kriegen wir zurückgespiegelt. Und jetzt sag ich mal, was habe ich wahrgenommen? Ich habe quasi in mir selber wahrgenommen, dass ich doch offensichtlich noch besser werden muss. Dass ich offensichtlich Defizite habe, die unbedingt ausgemerzt werden müssen. Und an wen laufe ich heran? An dass du, ich, wir schauen müssen, was wir über die anderen denken, weil es ist das, was wir über uns selber denken. Und wir dürfen über uns denken, dass wir absolut grandios sind und absolut gigantisch. Und dann sehen wir nur das Grandiose und das Gigantische in den anderen Menschen. Mein Hund frisst da irgendwas. Hoffentlich ist es sehr, ja. Muss ich gleich mal zum Ende kommen hier. Aber den Punkt habe ich auch schon getroffen. Beobachte, was du gespiegelt kriegst in den Interaktionen mit anderen Menschen, mit denen du dich vergleichst. Was du dort in diesen Menschen siehst, wie du sie siehst und bewertest du dich selber. Und dann kannst du entscheiden, ob du dich selber so bewerten möchtest. Ich in meiner Erfahrung habe gelernt, dass ich mich offensichtlich nicht so bewerten möchte.
ich möchte mich so bewerten, dass ich die Sache super gut mache, was ich mache, was ja auch viele mir sagen, was ich E-Mails wie immer wieder kriege, Meldungen, Rückmeldungen von Leuten, die nur meine Videos gesehen haben, die noch nicht mal mit mir näher zusammengearbeitet haben. Ich kriege es ja von außen gespielt. Aber diese Glubschis können es nicht sehen. Ich habe da offensichtlich noch irgendeine Verblendung über meine eigene Glauben, Überzeugungen, über mich selber, die immer noch nicht ganz rein sind, dass ich es nicht wahrnehmen kann, dass ich es nicht akzeptieren kann, dass ich mich nicht wirklich voll dahin geben kann und sagen, ja, du machst es super so, wie du es machst und du machst es immer ein bisschen anders und du entwickelst dich weiter und alles ist gut. Und genauso ist es. Genauso ist das, das ist die Wahrheit. Und das, was ich jetzt hier sage über mich, über meine Erfahrung, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das auch stimmt in Bezug auf deine Erfahrung. Kein, da kann nichts anderes. Oh, jetzt, ich weiß, was mein Hund gegessen hat. Den Bing von meiner Klangschale hat sie ein bisschen abgenagt. Naja, bisschen Schwund ist immer. Auch hier wieder eine Erfahrung. Ich muss schauen, wo ich meine Sachen hinlege. Auf jeden Fall, es ist doch wahnsinnig toll. Schaut euch selber nochmal in den Spiegel, in eurem Spiegel, was nur die Realität da draußen ist und ändert es. Ändert es, ändert es, ändert es, wenn es nicht das ist, was euch wirklich begeistert. Und manchmal kostet es halt ein bisschen Geld. Und das war es jetzt mal allemal wert. Also ich würde mal sagen, das war ein richtiges Schnäppchen. So, jetzt kaut mein Hund noch weiter. Ich muss euch verlassen. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag. Ich freue mich auf alle, die am Donnerstagabend bei der Manifestationsparty dabei sind. Da geht es nochmal in die Tiefe und nochmal in diese ganzen Perspektiven rein. Nehmt euch ein Thema mit, das ihr unbedingt für euch manifestieren wollt. Und wir schauen da eins zu eins hin. Wir bringen es aus der immateriellen Welt hier zu uns. Alles ist möglich. Wir sind die Schöpfer. Wir kreieren aus innen heraus. Es gibt keine Limits. Ich bin mir ganz sicher. Okay, also jetzt muss ich mein Holz retten. Tschüss.